Seite Hirschgulasch. Das wird in einzelnen Portionen angebraten. Warum? Damit es von allen Seiten braun wird, genau. Und dazu gibt es, zeige ich euch kurz, Rosenkohl, den haben wir geputzt und geviertelt. Ich mag ihn dann so klein geschnitten, weil er dann auch beim Braten dann so auseinanderfällt und ja, viel feineren Geschmack entwickelt. Genau, also dieser wird dann mit Speck angebraten und dazu gibt es Servettenknödel. Das wird einfach so mit Eier, Milch, Salz, Muskat angemischt und danach in Butter, Petersilie und Zwiebel angebraten und dazu gemischt. Genau, und jetzt muss es 30 Minuten ziehen, danach kann man ihn knödeln sozusagen. So, hier haben wir unseren Gulasch. Jetzt muss er noch eine Stunde brutzen. Wir haben ihn dann mit Zwiebeln und Speck, ne, und mit Brühe, ne, abgelöscht. Und natürlich Rotwein nicht vergessen, ganz wichtig. Okay, gut. Brutzel, brutzel.
Und? Sehr gut. Mhm. Mhm. Ruhig sprechen. Das auch? Und da husten wir. So, guten Appetit. Bin ich mal gespannt, hm? Diese Hörner sind so fluffig. Herrlich. Ich habe geschäumte Milch genommen. Geschäumte Milch? Wahnsinn. Ich weiß nicht. Aber. Kann ja mit der Hand essen. Aber? Ich habe auch gehört, also Serviettenknödel werden immer viel fluffiger als die normalen. Mhm. Also geschützt, quasi geschält. Okay. Nicht so auswaschen. Mhm.
klappt es nicht. Das wird jetzt dahin geschnitzelt. Ja. Käse muss man auch schneiden, ne? Nein, muss man nicht. Wir wollten den essen. Wie heißt nochmal dieser Käse, Schatz? Provolone. Ah, genau, Provolone. Ich bin gespannt, der hat mich angelacht. So, guten Appetit, Jungs, Max. Du bist ja schon am Mampfen. Hat es dir geschmeckt, Schatz? Ja. Dann hat es geschmeckt. Oder Papa? Ich meine, Papa. Ja, eben. Ja. Sind auch schön knusprig, gell?